euch etwas erzählen, was mir passiert ist. Nicht lang her landet bei mir in der Wiese ein UFO. Ja, nein, UFO, das ist so ein Raumschiff, gell? Das, was so ausschaut wie der Hut von der englischen Königin. Und das ist bei mir gelandet, weil es war, normal landet der UFO nicht so in den Garten, aber das war eine Notlandung, weil er ein Problem gehabt hat mit den Landegestellen. Ein UFO hat ja, wie man weiß, drei Haxen. Ja, immer drei, nicht vier, weil vier nackeln. Gell? Also drei. Einer von den drei ist nicht ausgefahren. Jetzt hat er immer Wiese gesagt, meine Wiese ideal, weil 45 Grad Neigung. Jetzt hat er erkannt, mit den zwei Haxen haben abwärts stehen und mit der Karosserie oben so zuelanen. Ja, dann ist er ganz, ganz gerade gestanden. So, gell? Du glaubst mir das nicht, oder? Ja. Du glaubst nicht, dass es UFOs gibt. Schon, gell? Ja, wer es nicht glaubt, man kann nachschauen im Fernsehen. Da gibt es ja so der Franzose, der Louis, der Funès. Da ist auch ein UFO gelandet. Gell? Gott, dass es gesagt ist, für den, was nicht glauben. Jedenfalls ist der noch ausgestiegen, der UFO-Janer, oder wie heißt das, so ausgestiegen, so. Der hat sich ein bisschen steif bewegt, das war ein Hybrid. Ja. War so halb Maschine, halb irgendein Ding. Dann hat er gesagt, sind das nur Hasen, von mir aus, sind habe im ersten Moment nicht verstanden. Nein, weil Deutsch war das nicht. Und doch, der hat nur verkehrt geredet. Ja, das ist ganz logisch, der kommt aus der Zukunft, ist in die Vergangenheit zurückgeflogen, jetzt war er noch nicht ganz umgestellt. Jedenfalls hat er... Ja, weil sie muss nicht klappen, oder? Ja. Ja. Jedenfalls hat er noch gesagt, er ist auf dem Weg nach Amerika, weil er sucht seinen Bruder, der ist 1947, kennt man die Geschichte, in Roswell abgestürzt, weil mit der Zündung war etwas nicht in Ordnung. Jetzt sucht er noch nicht gesagt, da hat er ein Problem. Wenn der in Amerika drüben in einem Privatgarten gelandet ist, dann haben sie ihn erschossen. Ja, weil die Amerikaner dürfen das. Ja, ja. Aber habe ich gesagt, du hast ein Glück, du bist bei mir auf der Wiese gelandet, bei mir wärst du nicht erschossen, bei mir kriegst du einen Speck. Ja, also, dann hast du da gesessen, hat schon eigenartig ausgeschaut, hat so einen großen Kopf gehabt, gell, riesengroße Augen und einen ganz kleinen Mund, der war so klein, ich muss den Speck ganz klein aufschneiden, ja. Sonst hätte er nicht hingebracht. Und so schmale Schultern hat er gehabt, noch nicht mal gedacht, na, arbeiten tut der sicher nicht viel, gell, weil man muss er auch nicht als Pilot von einem Raumschiff, weiß man. Dann hat er mich gefragt und hat gesagt, also ob es da auf der Erde intelligentes Leben gibt. Und dann ich gesagt, ja, aber hallo. Herwig hat er geheißen übrigens, Herwig. Der Außerirdische, ja. Herwig Elepscher. Elepscher, wenn man es umbrennt, er hat so verkehrt gesagt, Elepscher heißt ja verkehrt Aspele. Ja, ja, was hat er mich noch gefragt, hat er gesagt, ja, Mann, wie der moderne Mensch so lebt. Noch nie gesagt, ja, der moderne Mensch hat keine Zeit, ist erfolgreich, immer jung und schön, unglaublich sportlich und er macht eine Arbeit, die was er eigentlich nicht machen will. Der Herwig, also was ist Arbeit? Noch nie gesagt, Arbeit ist das, was man machen muss, dass man nach der Arbeit das machen kann, was man machen will. Das schaut mir schon ein bisschen kompliziert. Schaut mir so aus, der Mensch arbeitet den ganzen Tag. Auf Nacht kommt er heim. Komplett fertig und ausgepowert. Dann habe ich gesagt, Herwig, was machst du, was der Mensch noch tut? Also er ruht sich aus, hat er gemeint. Dann habe ich gesagt, nein, falsch. Er zieht sich eine Legging an, auch die Männer, und dann rennt er zwei Stunden. Ja, dann sagt er, also wohin? Dann habe ich gesagt, was, wohin? Er rennt von daheim weg, von mir aus auf den Berg ein, und dann rennt er wieder zurück. Nach zwei Stunden kommt er heim, dass er ankommen kann. Dann sagt er, muss nicht, also er versteht das nicht, weil wenn er eh schon mit heimkommt, der arbeitende Mensch,
warum rennt er nachher ohne Ziel 2 Stunden im Kreis, dass er dann noch fertiger heimkommt? Da habe ich eigentlich keine Antwort gewusst. Nein. Da fragt er, also, wie ernährt sich der moderne Mensch? Und ich sage, ja, das mit dem Essen, das ist eine, so eine Sache. Seit sich der Mensch aussuchen kann, was er isst, isst er fast nichts mehr. Ja, damit er so ausschaut, wie wenn er immer Hunger hätte. Ja, der moderne Mensch will ausschauen, wie wenn er hungrig war, weil dann heißt es in der Gesellschaft, dass es ihm gut geht. Gell, Erwin, das hat er nicht verstanden. Nein. Dann wollte er wissen, ob wir eine Regierung haben. Regierung, weißt du? Dann habe ich gesagt, ah, wo ich daheim bin, bin in Italien daheim, kann jetzt nicht mitreden, weil unser Land funktioniert eigentlich deswegen so gut, weil wir die meiste Zeit gar keine Regierung haben. Gell? Aber da in Österreich, da gibt es ja eine Koalition. Koalition. Das habe ich mir auch erklärt. So Koalition, was ist das? Interessant. Das sind 2, die, was sich nicht wirklich gut vertragen, arbeiten zusammen. Dann hat er gesagt, also, bei Ihnen daheim heißt das Ehe. Wenn 2 zusammenarbeiten, ja. Aber, ja. Das hat er schon kapiert. Nur ich, wo ich mich nicht auskenne, ich meine, also eine Koalitionsverhandlung, das wollte er auch wissen, wie das vor sich geht. Wie geht das? Das weiß ich nicht. Da gibt es eine Regierungspartei und die suchen sich einen Partner oder ihn. In Österreich, im Fernsehen, hat es früher am Samstagnachmittag eine ältere Dame gegeben mit einem Dirndl. Die hat die angepriesen, die was niemand haben wollte. Na, denken wir noch, das kann ich mir schon vorstellen, so eine Koalitionsverhandlung, da sitzt sie so da, so ein Kater, so, bitte. Heute haben wir ein ganz liebes Viecherl hier. Einen Kater, er heißt Hansi und ist ein reinrassiges Stracherl. Er hat wunderschöne blaue Augen, ein blaues Fell mit ein paar schwarzen Streifen, ist stubenrein, nicht kastriert, aber leider ist er manchmal sehr temperamentvoll und immer sehr, sehr laut. Er mag es auch nicht, wenn viele fremde Menschen um ihn herum sind. Da kann er schon ganz schön kratzig werden. Aber bitte, wenn Sie ihn daheim haben, man kann ihn ganz leicht beruhigen. Sie brauchen ihm nur was vorsingen. Sie haben sicher ein Liederbuch zu Hause. Dann wird er auch wieder ruhig. Wir vergeben ihn auch an einen Raucherhaushalt, weil er den blauen Dunst ganz besonders gerne mag. Bitte rufen Sie an und nehmen Sie das arme Viecherl, auch wenn es nur kurz ist. Sie werden sehen, wenn Sie ihn gut halten, dann wird er sich auch ganz ruhig verhalten. Dankeschön. Ja, das haben die so erklärt. Ja. Der Herwig hat ein Ding da. Was ist das hier? Was ist das hier? Ist er sein Raumschiff gegangen, gell? Hat sich umgedreht und hat er mir noch gesagt, also so wie er das sieht, gell? Der Mensch, der moderne Mensch, tut das, was er nicht machen will, damit er das haben kann, was er eigentlich nicht braucht. Wählt eine Regierung, die was er nicht mag, rennt planlos im Kreis herum auf der Suche nach dem Glück und ist eigentlich nur glücklich, wenn die anderen unglücklicher sein wie er. Ja, und dann schon hat er mir zugewunken, hat er gesagt, also er fliegt wieder heim, er kommt später wieder, weil es keine Menschen mehr gibt, vielleicht findet er nachher intelligentes Leben auf der Erde. Gell? Aber Moment einmal,
mein Telefon vibriert. Schau. Aspala, die Mama. Entschuldigung, gell? Entschuldigung, die muss ich auch heben. Hey Mama! Ja, Mama, ich bin gerade auf dem Weg zur Erotikmesse. Ja, Mama, ich weiß, ich bin gerade in der Kirche gewesen, aber eine Erotikmesse ist keine heilige Messe. Was, du gehst Schmied? Nein, nein, Mama. Nein, Mama, das gefällt dir sicher nicht. Ich weiß, dass dir jedes Kirchen gefällt, aber die Erotikmesse gefällt dir sicher nicht. Na, weil da gibt es leider etwas zum Schauen, ein bisschen etwas zum Angreifen, ein Werkzeug und außerdem kann es feucht werden, weil das Wetter nicht gut ist. Gell? Ja. Was? Was, ob ich ministrieren tue? Na, Mama! Weil auf der Erotikmesse ist Pfarrer sicher auch keiner. Was sagst du? Du riefst jetzt den Pfarrer an und sagst ihm, dass ich eng anhole, dass wir miteinander auf die Erotikmesse fahren. Na, Mama, Mama! Jetzt hat sie aufgelegt. Na, was tue ich denn jetzt? Was tue ich denn? Ach, Mann, jetzt muss ich zurückwerfen. Warte mal. Aber. Mama! Du hast mit dem Pfarrer geredet. Ah, der Pfarrer geht nicht mit, weil er gestern schon auf der Erotikmesse war. Ah ja, noch bleibst du auch daheim, gell? Ja, ja. Na, jetzt hab ich Glück gehabt. Na, aber stell dir vor, ich war gestern auf die Erotikmesse gegangen, da hat den Pfarrer getroffen, da hat die Messe ministrieren auch noch. Vielen Dank! Grüß euch. So ein Haufen Leute heute wieder da. Grüß euch. Ich bin so froh, dass ich wieder daheim bin in Austria. Wisst ihr, ich bin der Governator gewesen. Dann war ich der Herminator, der Sherminator. Dann war ich Bootmeister, dann war ich bei der Feuerwehr, dann war ich bei der Post. Und jetzt bin ich der Original Lumberjack. Anyway, bei uns in Kalifornien braucht man keine Holzhacker mehr. Keine Holzfäller brennt sowieso einmal im Jahr der Wald an. Aber anyway, habe ich meine ganzen Maschinen mit. Das 40er, das 30er, das 20er zeige ich nicht her. Aber anyway, ihr wisst ja, ich kann nur sagen, Stolz auf Holz. Und nur die Bretter bringen Blätter. Aber anyway, kriegst du auch von mir einen kleinen, gell, da haben wir nichts lange um. Jetzt muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen, was mir alles passiert im Wald. Ich war ja früher, wie ich noch Face trainiert habe, bei uns in der Steiermark. Bin ich in den Wald gegangen, Face trainieren. Muss ich dazu sagen, zuerst habe ich mir die Fichten, die kleinen. Dann bin ich zur Buche. Und dann bin ich zur Eiche. Ich bin so froh, dass ich nicht bei der Fichten geblieben bin. Stellt euch vor, die hätten gesagt, der Arni, die steirische Fichten. Das passt auch nicht zusammen, kannst du auch vergessen. Jetzt bin ich ja die steirische Eiche. Und was mir im Wald alles passiert, als Holzhacker, kann ich, wir haben ja so viele Freunde im Wald. Die Jager, die Schwammelsucher, die Holzdiebe, die Radlfahrer. Ihr wisst, was passiert, wenn ein Jager am Hochstand ist und der Waldbrand ist. Was bleibt über, wenn der Hochsitz abbrennt? Der Suzuki-Schlüssel. Und die Gamsporthülsen. Du kannst nichts passieren. Und dann war bei uns ein Jäger, der unterwegs, ihr wisst ja, die Jäger sind immer schön am Anschlag. Der war unterwegs und der hat einen Radlfahrer geschossen. Den war nichts passiert, den Jäger. Den hätten sie nie erwischt. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der Depp nach 2 Jahren hat er einen Vorradlenker zur Trophäenschau eingeschickt. Aber anyway, kannst nichts machen. Nur die Schwammelsucher sind unterwegs, ne? Waren die Schwammelsucher unterwegs? Weißt du die letzten Worte vom Schwammelsucher? Den Pilz kenne ich nicht. Jetzt muss ich mal die richtige sagen, das ist die allerwichtigste, die kleine. Du wirst durchsteigen wie ein Radlfahrer.
Aber anyway, muss ich dazu sagen, allein kann ich nicht im Wald arbeiten, habe ich meinen Freund wieder mit, in Super Mario, gäbe es ihm einmal einen Applaus. Wo ist denn? Habe ich Einschulung gemacht mit ihm, er hat auch schon mal besser ausgeschaut, muss ich dazu sagen. Früher ist er dahergekommen wie ein schöner Baum, heute schaut er aus wie ein zusammengehackter Wartstaden. Aber anyway, habe ich gesagt, du kannst mit meinem Motorsaug am Tag 8 Baum umschneiden, kann nichts passieren. Ich bin am Abend gekommen, hat er einen Baum umgeschnitten gehabt. Habe ich gesagt, kann nicht sein, 8 kannst du umschneiden mit einer Maschine, 8. Dann hat er gesagt, muss ich schauen, ob die Maschine geht, ne, reiß ja auch. Sagt der Mario, was ist denn das für Geräusch? Aber ist wurscht, gell? Hat alles probiert, ist noch nie was geworden aus ihm. Ja, was soll ich noch erzählen bei uns im Wald? Er kommt mir entgegen, ich hab gearbeitet, das ganze Brennholz, alles wunderbar hergerichtet. Ich komme ihm entgegen in der Früh, er mit der Scheibe drauf und mein ganzes Brennholz drin. Sag ich zu ihm, Mario, bist wahnsinnig, was tust du mit meinem Brennholz? Sagt der Mario, das ist ein Futter für meine Meersauen. Für meine Meerschweinchen. Sag ich, bist du ein bisschen wahnsinnig? Ein Meerschweinchen frisst ja kein Holz. Hat er gemeint, ja, wenn sie es nicht fressen, hat sie es halt ein. Aber anyway. Reiß auch die Maschine. So ein Holzhocker, der hat's nicht leicht. Was hat er in seinem Leben schon erreicht? Ja, er hockt so viel Baum um, wie's geht. So lang bis das Gewalt nicht mehr steht. Ja, er geht im Wald mit der Axt und er wirkt, dass die fragst, ob er noch vielleicht ganz dicht ist. Und er hört nicht auf, gibt keine Ruhe, weil er wirkt seit der Früh, weil er glaubt, dass das seine Pflicht ist, tralala. So ein Holzhocker, der hat's nicht leicht. Ein mancher hat schon einen Jager verscheicht. Weil so ruhig kann's im Wald gar nicht sein. Dann schon der holt die Motor so ein. Ja, ein Holzhocker, der hat's nicht leicht. Wenn man ihm ein wenig näher beleicht. Drum sag ich, drum sag mir jederzeit. Wir sind Holzhocker und das ist gescheit. Drum sag ich, drum sag mir jederzeit. Wir sind Holzhocker und das ist gescheit. Baum fällt! Ihr seid! Heute kommt er ja. Wer? Ja, der Makler. Was für ein Makler? Ja, der von der Versicherung fällt, den hast du schon wieder vergessen. Heute ist das? Ja, eigentlich müsste er schon da sein. Ich mag keine Makler. Die wollen immer nur über den Tisch ziehen. Brauch keine. Nein, er hat gesagt, das ist ganz unverbindlich, hat er gesagt. Wir brauchen keine Versicherung nehmen. Ja, na soll er halt kommen, der Chef. Ja, ich weiß nicht. Im November war er ja bei den Huberischen. Ja. Ja, und die Huberin, die war sowas von begeistert, muss ich das sagen. Nee. Aber sowas von, ja. Habe ich ja schon gehört. Angeblich haben sie was unterschrieben. Ja, die haben gemacht eine Versicherung gegen Brand. Gell? Und zwar haben sie den Adventkranz und den Christbaum versichert. Ja. Und, hat es gebrannt? Nicht, dass ich wüsste. Na, was für die Fisch? Nein, so kann man das nicht sagen. Wenn es nicht brennt, ist das ein ausgeschmissenes Geld. Falte, aber sicher ist sicher, verstehst? Schau, die ganze Adventzeit bis zum 15. Jänner, ja, hast du eine totale Sicherheit. Brauchst du nicht überlegen, ob die Kerzen am Adventkranz ausgeblasen hast oder nicht. Ja, aber es wird kosten auch was. Ja, 32 Euro im Monat. Noch nicht schlecht. Dafür kriege ich 3 Adventkränze. Ja.
Aber er soll noch ganz gute Angebote haben, der Makler. Ja, soll aber so kommen, der Versicherungsheine. Aber ich unterschreibe nichts. Nein, hast schon recht. Man muss vorsichtig sein. Wir nehmen wirklich nur das, was für uns passt. Genau. Hm? Ja. Ist da jemand? Mach, das ist er jetzt mal. Komm mal, Kleiner. Ja, komm mal. Maria, komm mal. Jetzt ist er da. Grüß Gott. Mein Gott, ja. Guten Tag. Danke vielmals, dass ich kommen darf. Ja, grüß Gott, gut, grüß Gott. Gut. Ich hoffe, ich störe nicht. Und wenn, nur ganz kurz, ich bin schon wieder weg. Ja. Tu uns doch her sitzen. Bitte, das ist ganz, ganz lieb. Aber wollen Sie vielleicht einen Kaffeetscherl trinken? Kaffeetscherl sage ich nie nein. Ja. Oder eine Keks. Bitte. Meine Frau, die Anni, das ist meine Frau. Ich bin die Anni. Ja, das war es jetzt. Die macht eine, zu Weihnachten eine Lebkuchen. Ja. Die sind jetzt im Sommer noch frisch. Bisschen hart, aber es geht zum Dunken. Ja, da würde ich sagen, dunken wir eine Runde gemeinsam. Ja, bitte. Und ich werde Ihnen inzwischen ein bisschen unsere Philosophie erklären, unsere Versicherung. Unsere Versicherung heißt, sicher ist sicher. Ma, das klingt interessant. Ja, du sagst ja immer, sicher ist sicher. Ja. Das Besondere an unserer Versicherung, jetzt passt es aber gut auf. Ja. Wir versichern alles, was Sie sich nur vorstellen können. Und das Besondere also an dieser Versicherung, wir machen alles ganz individuell. In die was? Individuell. Was heißt denn das? Naja, das heißt nur für Sie. Ach so, Sie haben nur uns als Kunden, sonst niemand. Nein, wir haben viele Kunden, aber wir versichern alle ganz individuell. Anni, Ola Heferle soll einen Kaffee trinken, Gott, bevor er wieder vergessen, geht. Bitte. Feierlicher Heferle für den Herrn. Sehr lieb. Also beim Kaffee kommt man leichter zum Reden. Ja, ich sage immer, der Kaffee ist das Öl der Kommunikation. Ja. Ja, da geht's. Wie geschmiert. Mein Gott. Jetzt hast du schon wieder die Schrappen hingemacht. Jedes Mal. In der Woche einmal. In der Woche einmal. Ja, das kannst du wieder wegschmeißen. Ja, ist hin. Da, schau da. Na, geh, die brauchst du nicht mehr. Voll. Das ist ja wirklich wahr. Bitte. Das ist ja hin. Na, also bitte. Bitte, es hat ja nur der Henkel gefehlt. Ja, nur der Henkel. Ja, bitte, keine Aufregung. Ja. Keine Aufregung, bitteschön. Schauen Sie, wozu ist ein Mann der Versicherung gerade bei Ihnen? Ach so. Ja, wozu? Wir nehmen das Häferle sofort in die Versicherung hinein. Aha. Ja. Ma, ist das gut, dass da ja Versicherung da ist. Ja. Da machen wir eine sogenannte Porzellanglasbruchversicherung. Ah ja. Super, ja. Da passen Sie auf. Jeder Teller, jedes Häferl, jede Vase, alles ist versichert. Ja. Und jetzt passen Sie auf. Ja. Und zwar doppelt. Was heißt denn das? Was heißt das? Doppelt heißt, wenn Ihnen ein Häferl hinunterfällt, so wie jetzt, kriegen Sie auf unsere Kosten zwei neue Häferl an. Boah. Also wenn eins hin ist, kriegen wir zwei neue Häferl. Boah, das ist super. Volte, mein Gott. Ist mir passiert. Kriegen wir jetzt vier, gell? Volte. Selbstverständlich. Ich nehme das gleich ins Protokoll hinein. Vier neue Häferl an. Anni, bald haben wir sechs. Servus. So, und jetzt überlegen Sie einmal. Ja. Du musst ein bisschen fantasieren. Was würden Sie gerne versichern, damit Sie stressfrei und locker und glücklich leben können? Bitte, wir versichern alles. Sogar den Kanarienvogel. Wenn der Kanarienvogel davonfliegt, versichert. Ja. Das heißt, wenn der Kanarienvogel beim Fenster rausfliegt, kommen zwei von der Versicherung wieder rein. Jawohl. So ist es. Zwei gleiche neue Kanarienvögel. Ja, wir haben keinen Kanarienvogel, aber einen Wellensittich hätten wir. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir die sogenannte Wellensittich-Davonflugversicherung. Ja. Nehmen wir. Ja, sicher ist sicher. Nehmen wir. Da haben wir bald einen ganzen Chippe. Ja, haut er ab, garantiert zwei neue. Ja. Geht das bei der Ehefrau nicht?
heute. Also, ja, war nicht eine Frage. Der Mann hat Humor. Ja. So, wenn wir gerade bei den Tieren sind, ja, haben Sie noch Haustiere? Ja, wir haben noch einen Schäferhund, den Rex. Ja. Wir haben wunderbare Hundeversicherungen, ganz groß, für jede Situation. Zum Beispiel die beliebte Hunde-Biss-Versicherung. Ja, aber der erste Biss ist eh gratis. Ja, bitte. Der erste Biss. Aber jeder weitere, da zahlen Sie Länge mal Breite. Haben Sie Konflikt mit dem Gesetz? Ja, was der wollte, wie unser Rex hinter die Radlfahrer her. Na. Ja, einmal hat er einen schon umgeschmissen. Na. Ja. Außerdem, da sparen wir uns den Maulkorb. Ja, den kriegst nur du. Volte. Also, eine Hundebissversicherung. Ja. Nehmen wir. Nehmen wir. Sicher ist sicher. Sicher, genau. Ja. Wie heißt der Hund? Rex. Rex. Hinterberger. Tschentschendorf 3. Ja. Hat der Hund einen Stammbaum? Freilich, schauen Sie aus beim Fenster. Der dritte Apfelbaum. Stammbaum hat er. Ja. Gut. So, was könnte man noch versichern? Das ist ein bisschen fantasieren. Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Ja. Ich weiß was. Bitte. Ich weiß was. Sie sind ja da zu uns hergekommen. Ja. Da die lange Einfahrt einer. Ja. Ist unsere. Ja. Und im Winter, wenn es schneit, da muss der Folte, mein Mann, das ist er, der Folte. Ja. Der muss dann immer rausgehen und Schnee schaufeln und Sonnenstrahlen und Salzstrahlen. Weil ich hab gehört, wenn da einer herfällt und sich den Hax bricht, dann sind wir schuld. Wir sind schuld. Vollkommen recht. Wenn jemand auf Ihrem Gehweg stürzt, ist das Ihr größtes Problem. Ja. Da haben Sie nur Schwierigkeiten. Ja. Also ich würde sagen, nehmen Sie eine sogenannte Gehweg-Glatteis-Sturzversicherung. Ja. Nehmen wir, dann brauchen wir kein Schoder mehr und kein Salz. Ja, nehmen wir. Sehr billiger. So, bitte, Gehweg-Glatteis-Sturzversicherung. Ja. Sehr vernünftig. Sie. Herr Versicherung, bitte. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen was gemacht, gell? Es wird immer teurer, das kostet ja was. Im Gegenteil, je mehr Sie abschließen, umso günstiger wird's. Das heißt, je mehr Versicherungen, desto billiger. Ja, so Prozente. Ja, überall so viel. Anni, das ist super. Da tun wir so lange versichern, bis wir nichts mehr zahlen. Ja, guter Scherz. So, also bitte fantasieren Sie ein bisschen. Haben Sie noch irgendwelche Wünsche? Was hätten Sie gern versichert? Sommer, Herbst und Winter? Im Sommer. Ich war schon. Bitte. Im Sommer vielleicht. Beim Kirschenkram bin ich schon zweimal von der Lada geflogen. Vom Kirschbaum? Ja. Und das wird da wieder passieren, wissen Sie, bei mir haben wir einen Kirschbaum. Mit so einem dünnen Astlern auf, und dann haben wir eine Lada, so eine Mursche, die halt so lang ist. Ja. Bitte, eine morsche Leiter verwenden Sie zum Kirschenklamm. Ja. Das ist ja lebensgefährlich. So, da können Sie nur sofort eine Versicherung abschließen. Ja. Die sogenannte Leiterbruch- und Sturzversicherung. Ja. Nehmen Sie es. Das würde ich unbedingt nehmen. Sonst ist das Kirchenglauben kein Vergnügen. Leiterbruch- und Sturzversicherung, jetzt muss ich ankreuzen. Ja. Mit oder ohne Rettungshubschrauber. Ah, das geht. Das geht. Ja, ich darf schon sagen, mit Rettungshubschrauber. Ich bin nämlich noch nie geflogen. Gell? Und außerdem kann er gleich beim Kirschbaum landen. Was glaubst du, wie die Nachbarn schauen werden, wenn bei uns der Hubschrauber landet? Ja. Aber ich flieg mit. Gnädige Frau, selbstverständlich, es ist ja alles doppelt versichert. So. Sieh, aber eins sage ich. Fensterplatz. Ja, und rauchfrei. Selbstverständlich. Alles ist zu machen. Ich schreibe gleich 2 Plätze reserviert. Ja. Bitte. Super. Du, werden wir schauen, was wir nächste Woche zusammenkriegen. So, gut. Ja. So, was könnte man noch versichern? Ja, so jetzt auf der Schnelle fällt mir nichts mehr ein. Nichts? Ja, nicht. Ja, dann würde ich sagen, nehmen Sie unseren Katalog, das ist der neueste. Da sind wunderbare Angebote drin. Sie werden Appetit kriegen. Und dann, bitteschön, komme ich wieder mal vorbei. Gell? Und erledigt, nehmen wir was dazu. Jetzt ist mir aber gerade was eingefallen. Ja, bitte. Haben Sie auch eine Lottoversicherung? Bitte? Ja, es ist so. Lotto? Ja, es ist so. Ich tue ja so gern Lotto spielen. Ja. Und ich hätte gern heute halt einmal einen Sechser. Ja. Jetzt sagen wir so,
wenn in Wien das Neole deppert, ja, ja, meine Zollen nicht da roten, ja, ja, so ziehen wir den Sex aus. Das ist ein guter Scherz. Der Mann hat Humor. Ja, also ja, der Mann hat Humor. Schaut eftanarisch gut. Ja. Ach so. Ja. Also, das habe ich noch nie gehört. Das ist ein kreativer Gedanke. Ja. Ich werde das in unserem Büro erzählen. Die lachen sich tot. Ja. Köstlich. Ja. Lottoversicherung. So, ich kann Ihnen garantieren, Lottoversicherung, das ist die einzige, die wir nicht haben. So, und jetzt bitte ich Sie, dass wir ein bisschen unterschreiben. Jo, jo, jo. Bitte schön das Kleingedruckte. Brauchen wir aber nicht lesen. Müssen wir nicht lesen. Nein, das ist ja gut für uns, für unsere Augen. Jo, für unsere Augen. Für unsere Augen. Jo, jo, jo. Bitte gleich unterschreiben. Ich wollte schauen, wo mussten. Jo. Das doppelt unterschreiben. Ja, bitteschön. So, Sie, das mit dem Kleingedruckten, das ist nichts. Nein, das brauchen wir nicht lesen, das ist ja überflüssig. So. So. Bitte, danke, das war ganz lieb. Und jetzt noch eine Garantie, die ich Ihnen geben werde. Ja. In 3 Tagen, bitte, ja, liegen die Polizen hier am Tisch. Ja. In 3 Tagen haben sie ihre Häferl an. Ja. Und die Versicherung geht auf 10 Jahre. Ja. Aber das Besondere, sie brauchen nichts verlängern. Es verlängert sich automatisch. Schön. Ja. Ma, das ist gut. Ja, brauchen wir nichts denken. Ja, nein, brauchst nichts denken. Ja, gut. So, dann sage ich aber nur vielen Dank. Es war sehr lieb mit Ihnen. Alles Gute, gnädige Frau. Ja, alles Gute. Bitte schön, viel Freude mit den Versicherungen. Katalog nicht vergessen, ein bisschen entblättern und was bestellen. Ja. Warten Sie einen Moment. Bitte. Eine Frage habe ich jetzt schon noch. Aha. Habt ihr eine Versicherung, wenn man vom Versicherungsmakler eingelegt wird? Ja, 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 ja. Ja? Haben wir auch. Haben wir auch. Aber das macht der Kollege. Für denen. Wiederschauen. Ja, jetzt bin ich schon 2 Jahre da beim AMS. Nicht angestellt, bin ich ein Deppert. Ich mein, jeden Tag zur Arbeit müssen wir nur einmal im Monat ein Geld kriegen. Nicht? Weil mir hier in Akrobaten ist das eingefallen. Nicht? Außerdem, jeden Tag ein bisschen angesoffen ist auch ein geregeltes Leben. Nicht? Das ist. Wissen Sie, ich kann doch einfach sein, wie ich bin. Nicht? Einfach ein bisschen. Ja, weil, wenn Gott gewollt hätte, dass ich anderen in den Hintern reinkriege, war er ein Zapferle geworden. Nicht? Ja. Ich fühle mich doch einfach wohl. Nicht? Weil ich gut mit Menschen kann. Nicht? Es sind nicht so viele. Sind. Kann aber so. Ja, kleine Friedhöfe sind auch super. Nicht? Ja, am besten sind ja die, auf denen es noch Brauch ist, dass man beim Begräbnis den Strauß nicht eines, sondern noch hinten schmeißt. Nicht? Einfach um zu schauen, wer als nächster dran ist. Nicht? Wissen Sie, meine 2 Teresa ist daheim. Nicht? Ich kann Ihnen nur eins sagen. Fangen Sie sich nichts mit 2 auf einmal an. Verstehen Sie? Ja, meine letzte Theresa, nicht? Die war ja so penetrant nervig. Verstehen Sie? Ich meine, hey, wenn ein Mann sagt, ich repariere das, dann bitte sag, macht, nicht? Es gibt keinen Grund, ihn alle 2 Jahre daran zu erinnern. Nicht? Hey, hallo. Wo ist die arbeitslose Buren auch noch? Nicht? Da sind wir zu McDonalds essen. Da habe ich gesagt: Theresa, du musst verstehen, was soll ich mit einer arbeitslosen Frau? Nicht? Ich sage Ihnen eins: Der beste Ort, sich von seiner Frau zu trennen, ist McDonalds. Keine Gabeln, keine Messer und keine Teller. Hey, und wenn es hart auf hart kommt, kann man sich immer noch hinter einem dicken Kind verstecken. Du kannst mir einen Arsch lecken, hat sie zu mir gesagt.
Okay, okay, habe ich gesagt. Aber davon wirst du nicht sauber und ich nicht so. Ja, so ist halt eine langjährige Beziehung. Obwohl, so ehrlich muss man schon sein. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, dann ist nicht nur die Ex schuld dran. Da haben schon zwei Schuld. Sie und ihre Mutter. Du weißt, so allein sein ist auch nichts für mich, verstehst du? Nicht, wenn du mit 10 Bier heimkommst und keiner Matsch hat und changed und 10 Bad, was weißt du denn? Ja, hab in einer Zeitung einen Annons gefunden, gell? Asiatin rede nicht viel. Perfekt, hab ich mir gedacht. Gell? Ist sie gleich eingezogen bei mir. Jetzt haben die ihre Zwillingsschwester. Gell? Ja. Hab ich mir noch gedacht, perfekt. Hey. Auch nicht zum Putzen, auch nicht zum Kochen, auch nicht. Die erste Woche war ja genial. Keiner hat was gesagt, keiner hat was gesagt. Die ist nur gekocht, geputzt, gekocht, geputzt, Haben mich die zwar nicht angelogen gehabt. Müssen Sie sich nicht vorstellen, aber waren das nicht zwei Dominas aus Zwiesel in Niederbayern, die mir nur gezeigt haben, wie es geht. Du Saupresch, du Elendiger, du Birnbacklatter, nimm den Fetzen da, du Hirnrappiger, Schluchtenkacker! Sie können sich meine Tortur gar nicht vorstellen, verstehen Sie? Wie schön es bei meiner letzten Theresa war, nicht? Da ist erst zusammengerammt worden, wenn das WLAN-Signal nicht durchgekommen ist. Hey, solange die Rotzen noch weglaufen können, ohne dass sie picken bleiben, ist der Boden in der Kuchel nicht dreckig. Da hätte ich noch kochen müssen für die zwei Abgezwickten. Da habe ich ja ein gutes Rezept gefunden für einen Smoothie. Da 150 Gramm Ananas, dann 100 Gramm Kohl, dann 80 Gramm Spinat, ein Stück Ingwer, durchgemixt. Gell? Alles weggeschüttet, Bier aufgemacht, fertig. Wie komme ich da raus? Habe ich mir gedacht. Bildung ist alles, habe ich mir sagen lassen. Ja. Zwecks am Hauptschulabschluss war das gewesen, habe ich der am Telefon gesagt. Da haben sie mich reinbestellt in die neue Mittelschule Bleiberg. Da gehe ich so rein mit den Geschraubten in die Schule. Wissen Sie, dass wenn man kleinen Kindern erzählt, dass Toffifee aus karamellisierten Schweinsaugen gemacht wird, gell? Dass man da alles für sich allein hat. Na, dann bin ich dann dort gesessen, gell, wollte ich sie ein bisschen mit dem Schmäh die Frau hole. Na, warte, wie hat sie geheißen? Frau Weihnachtsferien. Na, warte. Weihnachten im Winter im Haus. Genau, im Winter ist kalt, genau, Kaltenhaus, so hat sie geheißen. Ja, nicht. Also, Herr Charlie, Sie wollen also Ihren Abschluss hier machen. Ja. Dorothy, die alles entscheidende Frage gefragt. Erklären Sie mir den pythonogeischen Lehrsatz. Man, da schaue ich aus wie ein Schlangenbeschwörer oder was? Haben Sie gewusst, dass wenn man einen Katheter in einen Quader reintut, den Gegenkatheter in einen Quader, das zusammenzählt, darauf eine Wurzel legt, dass da die Hypophyse rauskommt. Ich meine, ein bisschen Oberarzt werden oder was? Da noch ein Text aufgehabt. Es sind zwei Kamele in der Wüste, eines davon ist lila. Wie viel wiegt der Sand, wenn es dunkel ist und beweisen Sie das? Das war wieder einfach, nicht? Ja, vielleicht, ja. Der Sand wiegt 4,5 Meter, nicht der Beweis, weil meine Mutter Agnes heißt. Nicht? Nein, aber, so ein Mathematik kann es einfach sein, wenn man die richtigen Fragen gestellt kriegt. Nicht? Okay. Mein Zeugnis ist noch gestanden. Kognitiv suboptimierte parasitäre Nebenexistenz. Die steht in Ihrem Zeugnis nicht drin. So schaut es aus. Gell? Ja, freilich bin ich arbeiten gegangen, eh klar.
Natürlich. Nee, logisch. Nicht wie sie glauben. Bisserle halt. Nee. Ich bin Wirt geworden. No. Nur in einer Gegend, wo viele von meinen Freunden, nee, die was vertragen auch. Alkoholiker halt, ja. Ich mein, aber irgendwie hat keiner von ihnen was gekauft, wenn wir was kein Geld gehabt haben. Hab ich mir gedacht, leck Buckel, lass ich sie halt aufschreiben. Gell? Auf einen Bierdeckel. Gell? Dem Hansi und seine Haberer hat das voll getaugt. Nur mir war es eigentlich wurscht, ob ich jetzt praktisch kein Geld verdiene oder nur theoretisch nicht. Nee. Hey, das Geschäft ist gelaufen, das können Sie sich nicht vorstellen. Verstehst? Und da hab ich ja Tag für Tag haut noch miterleben dürfen. Gell? Durst wird mit Bier erst richtig schön. Und Werbekonzepte habe ich gehabt. Hey, auf die Tür habe ich aufgeschrieben, wer schwankt, hat mehr vom Weg. Hey. Oder? Super. Noch mehr Umsatz, verstehst du? Ja. Und dann ist irgendwann ein Banker dahergekommen, hat dann gemeint, genial. Weißt du was, Charlie? Jetzt nehmen wir die besten von den Bierdeckel her, gell, die von Alkoholikern mit Matura, gell, aber ohne Leberzirrhose. Machen daraus Schuldscheine und verdrehen die weiter als Fetzen-Garantie-Zertifikate. Ich bin freilich, einen beschriebenen Bierdeckel wird uns ja keiner abkaufen. Nicht? Logisch. Nicht? Da haben wir gedacht, siehst, jetzt steht er da. Der lebende Beweis dafür, dass ein komplettes Versagen vom Hirn nicht zwangsläufig zum Tod führt. Erst. Sie will mir das nicht glauben. Hey. Nach 2 Jahren habe ich 10 Gasreiser gehabt, in den besten Lagen, also mit hohem Alkoholikeranteil. Nicht? Und war Direktor von einer Bank. Ja, freilich, den Diplomischen habe ich mir schon in Kroatien kaufen müssen. Weil man kann doch so gescheit sein wie ich. Gell. Ohne akademischen Titel wird man sowas nicht. Dann, irgendwann kommt dann so ein depperter Controller von der Bank daher. Gell, und meint, jetzt wegen Zurückzahlen vom Hanse seine Bierdeckel schuldenparat gewesen. Hat er gemeint. Gell. Der Sackelpicker, der Elendige, zurückzahlen, zurückzahlen, ja, wie denn, wie? Du träumst davon, was hat dich der Wurstsemmeln oder was? Hey. Ein Hirnzellen weniger und ich habe auch da Topfpflanzen, kann ich nicht sagen, verstehst du? Hey. Ja, genau. Ich will ja über keinen schimpfen, ja, habe ich nicht Not, nicht mache ich sicher nicht. Gell. Aber dem sei Aftershave, gell. Das war sicherer als jede Antibabypille. Sehen Sie, und in solchen Momenten hätte ich gern die Ruhe von so einem Stuhl da. Gell. Der muss auch mit jedem Arsch zurechtkommen. Heißt. Ja. Ja, das war praktisch sozusagen quasi der Anfang vom Ende. Nicht? Und jetzt sitze ich dann da beim AMS. Ich mag die Hasezeit da nicht. Nein, ich habe lieber die Kälte. Da sind im Park alle Enten festgefroren. Gell? Man kann sich streicheln, ohne dass sie weglaufen. Und wenn man fad ist, gell, dann schiebe ich ein bisschen Apfelsaft in den Schnee rein. Ist so schön gelb. Und wenn eine Leute vorbeikommen, gell, dann ist sie davon. Wiederschauen. Hide in the Bim. La. Hide in the Bim. Sind Sie der Chauffeur? Warum? Ob Sie der Chauffeur sind? Ja. Mei, könnten Sie mir nicht die Tür aufmachen? Ist die nicht der Mann? Wo ist denn der Edi? Edi! Da muss ich eigentlich erzählen. Solange der Edi noch nicht da ist. Der hat mir jetzt seinen Schwager geschickt, zum Jagern.
auf eine Gams. Bei uns im Zillertal, da geht es relativ weit rauf bei den Gams. Da muss man zuerst einmal 2 Stunden rauf gehen, da, über Leitern rauf zwischen die Felsen, dann kommt man mal erst ins Gamsrevier. Und der Schwager von Edi, die ganzen 2 Stunden hat er nichts wie geredet, wie gut er schießt, wie weit er schießt, dass er nie fällt, immer trifft, ob es regnet, ob es schneit, ob der Wind geht. Da hilft ja, wenn ich mir denke, wenn er nicht bald aufhört, dann stoße ich nach über seinen Felsen. Aber irgendwann waren wir oben und dann haben wir spektivert und dann sehe ich einen Gamsbock hinten stehen. Sag ich, du, sag, das war ein passender. Unser Bock, der passt haargenau, haarscharf. Aber es sind 370 Meter hier oben gemessen. Das war schön, Franz. Das war schön. Ich triff immer, gell, wie weit das ist. Ja, dann leg die hin und auf lass ich mal Kieger lommen. Da hat er sich hingelegt, aufgebettet auf den Rucksack und lang gezielt und noch einmal gezielt und noch einmal gezielt und dann bumm! Der Bock, keine Nackler. Dann habe ich gesagt, du musst noch einmal schießen, er hat ihn nicht gehört. Oh. Ja, Edi! Ja. Ich sag das ist ein Wahnsinn. Ich habe so Schmerzen gehabt in der Früh, bin ich zum Doktor gegangen. Was hast denn du da im Ohr? Bauchschmerzen habe ich so. Was hast denn du da im Ohr? Wo? Was hast denn du da im Ohr? Da innen. Lass schauen. Das ist ja ein Zapfel. Jetzt weiß ich auch, wo ich mein Gehörgerät hingesteckt habe. Darum habe ich so schlecht gehört. Sag mal, was tust du schon wieder? Was so schlecht gehört haben wir erst? Das ist schwer. Ja. Schmerzen tue ich. Jetzt wundert es mich nicht mehr. Die Schmerzen waren weg, aber gehört habe ich nichts mehr. Klar, vertauscht du auch alles. Gell? Also, logisch. Na, was hast du denn heute schon wieder mit? Du weißt, ich bin ein Nummer 1, ich bin ein FIP-Jäger. Na, rauch mal aus, den sag ich. Ich alles mit. Ja, Wahnsinn. Da gibt's bei mir nix. Du bist ein nobler Jäger, mit Gläsern ja, trinkst du, gell? Weißt du? Da kenne ich nichts. Und ein Rotwein? Ja, natürlich. Rotwein. Sei gesegnet, du Ilja Jauche. Zillertaler Heckengläscher, weißt du? Ja, das. Und was gibt es zum Essen heute? Sei gesegnet, du Ilja Jauche, dass du im Morgen verbleibst und nicht zu Kopf steigst. Da nehmen wir ein Ding, nehmen wir ein Pott. Was hast du denn heute mit zum Essen? Heute nehmen wir ein Schweinschnitzel. Um Gottes Willen, Franz, wie kannst du das machen? Hast du nicht gehört? Vorige Woche haben sie im Fernsehen gezeigt, eine Serie. Ein deutscher Wissenschaftler hat festgestellt, dass wenn man ein Schweinschnitzel isst und einen Rotwein dazu trinkt, das erhöht um 80% die Gewissheit, dass man einen Herzinfarkt kriegt. Weiß ich. Aber Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, dass jeden Tag ein Schwein ist und ein Glas Wein zu über 100% verhindert, dass man ein islamistischer Terrorist wird. Na, dann kosten wir halt einmal, nicht? Was? Danke. Ja. Los. Du, magst du auch Stickel? Na ja, ein Stickel halt nicht. Ja, kein Risiko eingehen. Nein, muss nicht zu groß sein, gell? Ist das klar? Nein, hast du eh richtig. Aha. Jetzt muss ich dir erzählen. Für einen Zillertaler war das schon eine halbe Portion. Was willst du damit sagen? Nein, passt schon. Ja. Nein, ich war jetzt auf der Bichlalm oben in Hinterdux. Ja. Auf den Ding getroffen, in Lois, dein Birschführer. Ja. Übrigens, der Lois und der Franz, also sein Bub, die sind jetzt miteinander auf der Alm. Weißt du, der Bub ist ja nicht ganz. Ja. Der Pfarrer in Religion war mit dem Franzi komplett verzweifelt. Der hat ihm versucht beizubringen, dass der Herrgott eine Dreieinigkeit ist. Und der hat sich das nicht gemerkt, der Franzi. Auf hat er gesagt, Franzi, ich erkläre dir das einmal ganz genau. Du kannst dir das am leichtesten merken, wenn du dann denkst, schau, Enker braune Kuh, das ist der Gottvater. Die schwarze Kuh ist der Gottsohn. Und die Checkerte, das ist der Heilige Geist. So, du merkst das. Und wenn ich heuer im Sommer bei Enker auf die Alm aufkomme, dann werde ich dich fragen. Und wenn du das noch weißt, dann kriegst du von mir eine Schokolade. Und letzte Woche war da oben. Da hat er gefragt, und Franzi, weißt du noch,
Der Herrgott, wie viele Personen sind das? Da sagt kein Pfarrer, vier, sind es vier. Mei, bist du ein dummer Bub. Jetzt hat er dir das genau erklärt mit den Kier. Ja, hat er gesagt, Herr Pfarrer, aber du kannst ja nicht wissen, dass der Heilige Geist vor zwei Tagen ein Kalbel gekriegt hat. Siehst du, mit den Kindern kann man das auch so aufholen. Das, ich weiß nicht, wie es bei mir war, wenn ich noch in die Schule gegangen bin, da bin ich in die dritte Klasse Volksschule gegangen. Da habe ich auch mit der Schule sowas mitgemacht. Gell? Da bin ich gesessen, neben uns ist so ein Bachel vorbeigerunnen. Da bin ich gesessen, habe ich meinen Jausenbackel gehabt, gell? Und habe gerade von Brot abbeißen müssen. Auf einmal ist von der zweiten Hauptschule einer gekommen, der Karl, der Lange, ein Ungustler, sage ich da. Sagt, da gib sofort das Jausenbrot her, oder mit so einem großen Pfeil um und um gewackelt, weil sonst passiert was. Habe ich mein Jausenbrot gegeben, hat er es im Bauch reingehauen. Ja, da habe ich aber auch der Brot, der Grobitz geschaut. Gell? Dann ist der Lehrer gekommen und sagt, ja, Edi, sag einmal, wieso schaust du denn so traurig? Ich sage, ja, der Karl von der zweiten Hauptschulklasse hat mir gerade mein Brot in den Bauch da reingehauen. Sagt er, mit Absicht? Sag ich, nein, mit einer extra Wurst. Ja, aber in der Schule waren sie mit mir immer grauslich, die Lehrer, immer. Ich kann mich erinnern, in der vierten Klasse Volksschule hat einmal der Lehrer zu mir gesagt, Edi hat er gesagt, mit allem, was du nicht weißt, können fünf andere in deiner Klasse noch sitzen bleiben. Ja. Und einmal in Mathematik, da war er ganz best zu mir, da habe ich einen Fünfer gekriegt, aber da habe ich meinen Vater gesagt, der ist dann gleich in die Schule gegangen zum Direktor, sagt der Direktor, eins muss ich Ihnen schon sagen, dieses nicht genügend hat sich mein Bub aber nicht verdient. Hat er gesagt, das wissen wir eh, aber schlechtere Noten haben wir leider nicht gehabt zum Hergeben. Ne? Aber weißt du, was auch komisch ist? Jetzt habe ich so Bauchweh gehabt und in der Früh war ich oben am Hochstand, da hat es so gezogen, da war so ein kalter Wind, weißt, richtig schattig war es da, wie man so sagt. Ja. Da habe ich ein bisschen Hals weh gekriegt und jetzt glaube ich, kriege einen Husten und das ist blöd, gell? Weil ich gehe heute auf die Nacht mit meiner Frau in die Oper und wenn ich da dauernd eine Husten tue, das ist nicht das gut. Ist, wart, aber da habe ich was mit. Wart, da habe ich was mit. Ein Wundermittel. Ach so, was ist das? Das ist ein Wundermittel, ein Zillertaler Wundermittel, Schrizinusöl. Aha. Ja, schmeckt nicht schlecht. Und das hilft gegen einen Husten? Nicht direkt, aber du traust dich nicht mehr husten. Na ja. Ja. Hey Edi, bist du eigentlich schon Urlaub gewesen heuer? Na freilich, ich bin eigentlich im Zillertal geworden. Wo? In Hinterduck gesommen, gell? Wo? Im Alpenhof. Im Alpenhof war gewaltiges ja. Haus. Ha. Na ja, da. Vier Sterne plus ist. Na, vier Sterne S ist das. Ja, da ist alles inklusive. Ja, aber wegen dem fahre ich trotzdem nicht mehr hin. Das war Wahnsinn. Warum? Ja, geh auf, das ist ja nichts. Von 7 in der Früh bis um 11 war Frühstück. Von 11 bis um 3 Mittagszeit. Von 3 bis um 6 Jausenzeit. Um 6 war bis 11 auf die Nacht Nachtmessen. Und ich war so gerne mal am Gletscher auf den Skifahrer gegangen erst. Ich tu nix. Ja. Ah. Du bist ja so ein blöder Hund. Furchtbar. Du, übrigens, mein Bub ist jetzt bei der Polizei. Ach so? Ja. Seit wann? Gestern haben sie ihn geholt. Also, du bist nicht blöd, das kann man nicht direkt sagen, ne? Sondern bei dir würde man sagen, du bist eine Person mit gedrosselter Denkfähigkeit. So, gell? Ja, sag mal jetzt ein Eich, so. Klingt nobler. Ja, ist eine politische Krankheit. Ja. Trinken wir mal, gell? Ein Trinkspruch. Kurz und gut. Das Wasser gibt den Ochsen Kraft, den Menschen Bier und Rebensaft. Darum danke Gott als guter Christ, dass du kein Ochs geworden bist. Prost, aber. Ja, genau. Ja. Und ich werde auf meine Freund trinken. Lieber vom Saufen gezeichnet, als von Rembrandt gemalt. Und ich trinke auf meine Freunde. Das sage ich dir. Freunde braucht der Mensch, gute Freunde. Ja, aber wie kennt man die? Wie kennt man die? Das kennt man, wenn es soweit ist. Ich konnte das sagen, letzte Woche war ich aus. Es hat länger gedauert, ziemlich lang. Also zu Deutsch, ich bin erst in der Früh heimgekommen. Aber meine Frau windig, boah, die wo bist. Die gesponnen. Sie hat gesagt, wo warst du die ganze Nacht? Ich habe die ganze Nacht gewartet. Ich habe gesagt, ich war bei einem Freund und habe mich ein bisschen vertrunken.
Dann habe ich im Auto fahren können und dann beim Freund geschlafen. Dann hat sie hinter meinem Rücken die ganzen Freunde gerufen. Und was soll ich sagen? Bei 5 habe ich geschlafen und 3 wollten mich nicht wecken. Das sind gute Freunde, ja, aber so einer bist du nicht. Weil das Rezinusöl hat es in sich. Ich glaube, ich kann halt nicht mehr jagen gehen, das fängt ins Wirken an, ich muss gehen. Weil er gerade aus WC gibt. Früher hat es kein WC gegeben, früher hat es nur das Plumpsklo gegeben. Gell, bei uns auch. Wisst ihr, wie das heißt, was von unten aufwächst? Also die Pyramide. Gell, im Winter wächst sie schneller. Im Sommer, wenn es nass und warm ist, dann sinkt es ein bisschen auseinander. Das ist das Labenmandel. Labenmandel. Und die Bauern haben noch nie ein Problem gehabt mit dem Kuhdreck. Gell? Aber der Kuhdreck ist eine Sache und das Labenmandel ist eine andere. Weil da kann schon passieren, dass man mal einen alten Bekannten trifft. Und deswegen haben die Bauern früher schon, auch wenn sie sehr geizig waren, sich um jemanden geschaut, der das Labenmandel verrannt. Und das war gleich mal nach dem Krieg, hat der Bauer, der Duxer Bauer im Moorhofen heraus auf dem Markt zwei Männer getroffen und hat gesagt, Jungs, könnt ihr es mir nicht, das Lammmandel verraumen, ich zahle eine gute Schicht. Und ein Jausen kriegst und etwas zu trinken kriegst auch. Ja, ja, tun wir. Sind sie rein, haben sie sich gejausend, Schnapsel getrunken, dann sind sie außen obi, eine bei der Labe unten zu dem Lammmandel, dann haben sie ganz unten ein Loch reingemacht, weil sie haben vom Krieg noch eine Handgranate mitgehabt, haben mit der Handgranate geladen, abgerissen und dann sind sie über den Bichlobe gesprungen. An dem gleichen Moment fliegt oben die Lahmtiere auf, die Bayern rein, solche Blähungen, Hose oben, Kittel auf und drauf aufs Loch und auf Tisch schon der erste Ding gegangen. Und an der gleichen Zehntelsekunde hat es unten die Handgranate gerissen. Nicht das Labenmandel, wo in 1000 Fetzen. Die ganze Labe hat sich in Fetzen zerrissen und die Bayerin ist außen gehängt auf den Äpfelbaum. Oft hat sie gesagt, Gott sei Dank ist mir der nicht in der Küche ausgekommen. Nur die schauen wir sie ewig jetzt. Für den. Chris. Gott. Sei Dank ist keiner da. No, was steht denn da auf der Tür? 4. Ein Schein. 4 Schein, ja. Psychode. Psychode. Psych, ja, 4 Schein, Psychotest. Ja, dann bin ich richtig da. So. Und noch einmal, vielmals um Entschuldigung, Herr Doktor, dass ich so viel geredet hab. Aber wissen Sie, zu Hause komme ich einfach nicht dazu. Irgendwie kommt mir der von hinten aber bekannt vor. Stopp! Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Ja, ja, genau, das ist er. Ja, servus du. Ja, servus, du mir auch. Wie kommst denn du da her? Ah, da her? Ja. Ja, mit dem Radl von meinem kleinsten Buben. Habe extra wieder müssen die Stützräder aufmontieren. Ja, und du? Ich bin aber ein Pergodo. Was? Ein Go-Mobil? Ja, Madonna, kannst du nicht Englisch? Ja. Go has gehen. Also, zu Fuß. Aber nur heute. Das nächste Mal bringt mir wieder meine Frau was, bei dieser Engel. Ma, du hast ein Glück. Meine lebt noch. Ach. Ich sag euch immer so, Hauptsache, ich bin gesund und sie hat eine Arbeit. Ja, 6 Männer bin ich jetzt sogar da in einer Therapie. Hat mir heute der Therapeut gefragt. Angenommen, jemand entführt ihre Schwiegermutter und ihre Frau. Um wen würden sie sich mehr Sorgen machen?
Ja, um die Frau, gell? Na, um die Entführer. Ja. Wahnsinn, ha. Du, ich war aber neulich mit meiner Frau im Wald spazieren, gell? Wo? Ja, kommt uns einer volle Wäsch besoffen entgegen. Hat sie mir ganz leise gesagt, du, Schatzi, mit dem war ich vor 30 Jahren einmal zusammen. Der hat sogar um meine Hand angehalten. Ich hab aber nachgesagt. Hab ich gesagt, schau an, und der feiert noch immer. Tja. Tja. Du. Damit ich mich vom Alltag ein bisschen hin und wieder entspannen kann, gell, muss ich aber in die Begalle gehen. Gell. Ja, ma, bin ich letztens ganz cool zu einer Blondine hin und hab gesagt, du bist aber das netteste, wunderbarste und allerschönste Mädchen, das ich da je getroffen hab. Hat sie gemeint, geh, red nicht zum Blödsinn, du willst nur ins Bett mit mir. Hab ich gesagt, du, schau, und intelligent bist du auch noch. Weißt du? Ja, sag einmal, hast du dich noch nie so richtig verliebt noch in eine andere halt? Mal. Einmal. In die Sängerin von der Wackendorfer Alm. Jeden Tag habe ich ihr einen Brief geschrieben. Und jetzt kriegt sie ein Kind vom Briefträger. Ma. Du, ich bin aber mit meiner jetzt schon 25 Jahre verheiratet. Na, schrecklich. Ja, und unlängst hat sie zu mir gesagt, du Schatzi, was sollen ich zu unserer silbernen Hochzeit tragen? Hab ich gemeint, am besten die Getränke. Ja. Und nachher bin ich noch zum Chorleiter vom Kirchenchor gegangen, diese Hochzeitsmesse bestellen. Gell? Ja. Hat er mich gefragt, wie wir die Messe haben wollen, ein A-Moll oder ein C-Moll. Ja und, was hast du bestellt? Ja, A-Moll, C-Moll ist ja wirklich zu viel. Ja. Hey, weil du sagst zu viel, gell? Ja. Ich war ja schon so oft bei diesem Psychotest, dass ich heute mit der Sekretärin vom Ortsbruderschaft getrunken habe. Und hast du eigentlich gewusst, dass Kaffee die Ursache für Aggressivität ist? Na, wie kommst du auf sowas? Na ja, du, ich war gestern im Gasthaus und hab dort 10 Bier getrunken, gell? Und meine Frau eine Weile daheim 3 Häferl an Kaffee. Nur wie ich spät in der Nacht heimgekommen bin? Du hast ja keine Ahnung, wie aggressiv sie war. Ja. Aber der Arzt hat dir das ja schon 100-mal erklärt. Du darfst ja maximal nur noch ein Bier am Tag trinken. Ja, schon. Aber glaubst du, das ist der einzige Arzt, zu dem ich gehe? Ja. Ja, aber Gott, ja, freilich. Du, wenn ich dich so anschaue, könntest du ja glatt so ein Nordkoreaner sein. Was? Hab ich so eine Ähnlichkeit mit dir? Na, das nicht. Aber ich tue Raketen. Aber du, was mich jetzt auch schon so ein bisschen interessiert, gell? Ja. Wie war denn bei dir das mit der Führerscheinabnahme, ha? Boah, also hoch zu, das war so, gell? Ich fahre ganz kamot mit meinem Opel Vectra durch die Stadt, gell? Auf einmal sehe ich im Rückspiegel ein Polizeiauto. Ich steig aufs Gas, die Polizei mit Blaulicht und Folgetonhorn hinter mir her. Eine wilde Verfolgungsjagd. Bei Rot über die Kreuzung und mit 120 durch die Stadt. Ja, wieso hast du so durchgedreht? Was, wieso? Vor 14 Tagen ist meine Frau mit einem Polizisten abgehauen. Und jetzt habe ich aber so mit der Angst zum Turn gekriegt, dass er sie mir gar wieder zurückbringt. Müsste aufs Gas steigen. Ja. Oft läuft halt blöd. Ja, ja. Ja. Ma, muss ich dir erzählen, hey, am letzten Schultag, gell, kommt mein kleinster Bärsch mit einem Zeugnis haben, ich sag dir, Katastrophe. Außer Fleck, nur noch Fleck. Ja, was hast du ihm denn gesagt, was? Buh, für das Zeugnis gibt's jetzt aber Watschen. Hat er gemeint, super Papa, ich weiß eh, wo der Lehrer wohnt. Ma. Mein Kleinster ist ja auch nicht gerade der Hellste. Ja, das glaube ich. Hab ihn in der Adventzeit beobachtet, wie er in die Kirche gegangen ist. Gell? Ja. Hin zum Altar, hin zur Krippen, da wisch dort den Josef, steckt in den Hosensackel und außer beim Tempel. Ja, und was hat er damit gemacht? Na, wart. Dann ist er wieder ein in die Kirche, wieder hin zum Altar, wieder hin zur Krippen, da wisch die Maria, steckt den Hosensackel und wird ein Fischefeil abgehaut. Ja, und dann? Und dann ist er wieder ein in die Kirche, wieder hin zum Altar, wieder hin zur Krippen und da wird ein ganz leise zum Jesus gesagt: Und bin ich heuer von dir zu Weihnachten geradelt gekriegt, siehst du deine Eltern nie mehr wieder? Ey.
Okay. Aber diese Untersuchungen da drinnen, gell? Also ich sag dir, die haben schon auch ihr gutes A, gell? Oh, ja. Da wird man wenigstens richtig so durchgecheckt, gegessen und gewogen. Apropos, was wiegst denn du? Boah, frag mich was Leichteres. Muss ich dazu? Hab ich gestern meine im Boot überrascht beim Wiegen. Hab ich gesagt, du Schatzi, wie viel wiegst denn du? Hat sie gemeint, das ist ein Geheimnis, das verrate ich dir nicht. Hab ich gesagt, komm, sei nicht so gemein, verrat mir wenigstens die ersten zwei Zahlen. Ja. Sachen gibt's ja. Ja. Aber weißt du, woran man merkt, dass man zugenommen hat? Na, woran? Naja, wenn man nach dem Essen den obersten Knopf von der Hosen aufmachen will und sieht, dass er eh schon offen ist. Ma. Hey, ja? Aber da mit dieser Lulu-Probe, das ist aber immer mein größter Sorg. Da darf ja überhaupt kein Alkohol drinnen sein. Ja, ganz genau, richtig. Ja, wie machst denn du das da noch? Aha. Ganz einfach. Ich hab den Urin von meiner Frau genommen. Das ist aber eine super Idee. Ja, und was sagt der Arzt nun bei der Befundbesprechung? Naja, er hat gemeint, er hat eine gute und eine schlechte Nachricht für mich. Also die gute, es ist kein Alkohol drin. Ja, super. Und die schlechte? Ich bin schwanger. Ja, nasse. Ja, nasse. Samstagnacht, ich sitz im Porsche drin. Und vor ganz Kamot nach Bleiburg hin. 180 war mein Speed und noch dazu im Ortsgebiet. Doch dann, was geschehen? Tu mir das bloß nicht an. Was will der Mann mit dem blauen Licht? So ein Bösewicht. Und es half mir kein Flick. Auf Wiedersehen nahm mir wie gemein den Führerschein. Verehrung, ich bin der Franze. Nur Alkohol hat bei mir eine Chance. Drum am Berg in meiner windschiefen Keischen sitz ich regelmäßig an a frische Maischen. Und wenn der Duft von Zwetschgen Traubenbieren destilliert hochprozentig steigt ins Hirn, dann denk ich immer an die schöne Ludmilla, die von der Tankstelle vis-à-vis vom Billa mit meinem Opel Vectra Turbo 4x4 war ich angeheitert und verliebt zu ihr. Doch beim Kreisverkehr, da wartet schon die Polizei und stoppt mich runter, hat so eine Schweinerei. Auf der Autobahn stellen Staffeln auf. Überall sind nur Verbote drauf. Tempolimit ohne Sinn. Ich sieg gleich rot. Ich glaub, ich bin das Will. Ein Wicht in Green. Holub, du böser Mann. Auf der Autobahn. 80 km/h, hörst du nicht das Geschrei? Auch von mir noch zum Schluss, du hast Anschuss, denn du grüner Mann, hast wir in der Wahl.
der Grotsch, den hat er gesagt. Was ist, hab ich gefragt? Hauchen Sie mir jetzt einmal an und rätseln Sie zurück, mein lieber Mann. Ich sag, Herr Kommissar, wir machen's grad rara. Ich habe nichts getrunken und fahren kann ich auch. Er fragt mich, ist das schlecht? Ich sag, nein, es ist grad recht. Im Morgen, da tut sich schon was rieren, ich kann's bis in die Gurgel spüren. Er will mein Führerschein, ich sag nur mehr leise, nein. Und schon war voll die Uniform vom Hals bis zum Gebein. Es tut mir leid, hey. So richtig laut, hey. Ich werde das gleich säubern und fange an zum Reiben dann. Es tut mir leid, hey. So richtig laut, hey. Geh, schau's doch nicht so bis, schmeckt doch wie Mayonnaise. Na, 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 na. Na, 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 na. Wir sind jetzt unseren Schein los. Ja, unseren Schein los. Jetzt dürft man nicht mehr Auto fahren. Leck Arsch, wohl geht schon so ein Schmarrn. Was macht man ohne Schein bloß? Ja, ohne Schein bloß. Jetzt stehen wir bei den Onkas da. Ja, sind Sie da wohl richtig. Beim Erinnerungstreffen von unserem Italien-Ausflug vom letzten Jahr. Ah, nicht? Na, da muss ich Ihnen ja direkt erzählen. Angefangen hat ja alles in Villach. Waren wir im Sommer mit dem Herbert beim Kirchtag so viel Leid und so heiß, haben wir gesagt, jetzt brauchen wir aber eine Abkühlung. Na, na, nichts Warmbad, Abkühlung. Haben wir gesagt, fahren wir in den Süden. Ist ja logisch für eine Abkühlung, auch nicht. Der Herbert hat ja gleich gewusst, wie man runterkommt. Auf der Autobahn immer grad, 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 grad. Und in Lignano beim ersten Kreisverkehr links. Und schon waren wir da. Na, ich habe ja wohl im Hotel vorher angerufen, wollte einen Tisch reservieren für abends. Habe ich gesagt, ich brauche um 6 einen Tisch für 2. Hat die Dame gesagt, das geht nicht, sie kriegt um 5 für 4 Leute bis 7. Na ja, sind wir halt in die Stadt gegangen. Dort habe ich gleich den Mann von der Inge getroffen, diesen Landwirt. Der sitzt ja den ganzen Tag oben am Drescher. Sein Vater hat Prostata und der Opa mit dem Herz, aber sonst eine nette Familie. No, dann sind wir in die Innenstadt einspaziert und ins Salieres Kaffeehaus eine auf ein Eis. Ich hab gegessen Malaga Nuss, Pistazie Deluxe mit Mandelsplitter und Schokosauce und der Herbert Schlumpf. No, dann haben wir noch einen Kaffee bestellt und der Kölner Ruth hat gedacht, er wird auftrumpfen mit seinem Deutsch. Hat er gesagt, ihr braucht eh keine Untertassen für einen Kaffee, gell? Dann habe ich mir aber zurückgesagt, er hat keine Untertellerlein und keine Leferlein. Ein Mannstepper für uns reichen Schalerlein ohne Leferlein und Untertellerlein allein, ah! No, und am Abend sind wir nachher noch ins Bar reingegangen mit Live-Musik. Hat gespielt, Trio, tipptopp. Aus Unternageltschach. Haben sie fein gespielt, aber keine Stimmung. Ich hab zum Herbert gesagt, ah, weißt du was, einen Witz hätten sie aber schon erzählen können. Ihr Bassist hat die aushelfen bei den Fidelen laufen Dollar. Aber leider halt nur freitags. Angeblich hat er jetzt auch deswegen in seinem Lebenslauf eine Lücke. Ja, aber in die 10-mal auch. No, na, war aber eh schon Ölfe und ich wollte nicht heimgehen. Nicht um die Burg. Was wär's denn daheim? Ist eh nichts zum Sägen als wie der Alte. No, und später sind wir noch in unser Hotelzimmer reingegangen und wie ich das Licht aufdrehe, siege erst Mariana. Alles verstaubt. Bin ich gleich reingefahren mit dem Swiffer. Ja, freilich, den hab ich ja immer mit. Ich bin ja sehr für Reinlichkeit. Heute habe ich schon 4 Maschinen gewaschen. No, und in unserem Hotelzimmer war es eine Kochnische, noch mehr so eine kleine, wahrscheinlich mehr so für Italiener. Und nächsten Tag war noch ein Sonntag, Domenica, da sind wir den ganzen Tag im Zimmer geblieben und ich habe Mittagessen gekocht. Ratatouille! Die erste Nacht hat der Herbert so schlecht geschlafen. Der Reißverschluss vom Polster hat so eine gedruckt in sein Gesicht, hat er in der Früh ausgeschaut wie der Herman Monster. Und wie er mich mit dem Pyjama im Bad sieht, schreit er mich an. Ja, hallo, du hast ja mein Pyjama an.
Ja, wie gesagt, ich hab dein Pyjama an. Ich hab dein Pyjama an, aber du hast mir mein Leben verhaut. Und am Nachmittag sind wir dann spazieren gegangen, so zur Versöhnung. Dann habe ich noch eine ehemalige Schulkollegin getroffen, die Monika. Hat sie mir erzählt, sie sucht noch immer einen Mann. Freilich findet sie ja keinen. Dabei braucht sie ja nur einen zum Kuscheln. Ist ja wurscht, ob der Fernseher läuft. Obwohl habe ich sie letztens gesehen, an Kreuzbergl oben einsteigen in einen Mercedes. Wohin sie wohl gefahren ist. Aber Haarausfall hat sie halt auch. Ich habe ihr gesagt, wir müssen nehmen diese Tabletten von Biber, Haut, Haare, Nägel von Dr. Böhm. Hat sie mir erzählt, sie wollte eigentlich ihre Nichte auch mit runternehmen. Aber die ist ja selber schon wohin gefahren. Nach Paschka mit Geld für Schappen von Frisch und Gesund. Und ihre Cousine, die Cornelia, hätte auch mitfahren sollen, aber die hat ja wieder im letzten Moment abgesagt. Typisch! Hat sie gesagt, sie hat einen Fototermin mit den Berchten in Svetschach. Die tut ja so maulen, so wie die ausschaut, braucht die gar Berchten. Und einmal waren wir dann aber schon baden im Meer. Na musst du, wenn du schon unten bist, sind wir gelegen am Strand wie Gott in Frankreich. Nur halt in Italien. Und der Herbert hat ein Buch gelesen. 50 Shades of Grey. Da habe ich zu ihm gesagt, Amas, passt das wohl für dich. Aber er hat in den Alter nicht besser. 50 Schalalan Earl Grey. Und nach 7 Tagen war auf einmal die Woche vorbei. Verlängern haben wir nicht können. Du seine Versicherungen zum Zollenservice ist auch zu machen. So, die kommen auch wieder nicht. Aber diese Rezeptionistin im Hotel, die war so nett. So eine richtig Einheimische. Ja, aus Köttmersdorf. Die hat immer alles für uns getan. Habe ich ihr aber eh bei der Abreise als Dankeschön an Usini und der Erdbeerschnitten vom Frühstücksbuffet getragen. Hat sie so eine Freude gehabt. Grazie, grazie, mille grazie. Sie dauern nur so gegangen. Na, no, habe ich mir gedacht, tu nicht so übertreiben, so eine Grazie bist du mal wieder nicht. Mal, wenn man so denkt, war eigentlich eh ganz schön da unten. Ab und zu muss man ja wohin fahren, damit man was sieht von der Welt. Immer nur Lettenstetten und Stefanhof ist ja auf die Dauer auch zu wenig. Deswegen haben wir mit dem Herbert gesagt, nächstes Jahr wieder Italien. Ein bisschen auf Kultur und so. Fahren wir zu einem echten Geheimtipp. Dürft ihr aber nichts weiter sagen. Noch Ciarole. Na, die, was nicht so gut Italienisch können, sagen, glaube ich, Caole. Also, pfiat euch, Bussi, Papa. Heute brauchen wir Kajak, diese Summe, gell? Ja, und mein Husterei ist auch besser geworden. Jetzt antworten wir im Dorf nur mehr 4 Hunde statt 12. Ja. Aber heute ist mir gegangen. Hey, ich bin heute noch eine Stunde vorher im Supermarkt einkaufen gewesen. Fährt mir da ein deutscher Urlaubsgast mit seinem Einkaufswagen hinten eine. Aber dann bin ich angefahren. Sag ich, bist komplett deppert, wo schaust du noch hin? Ach, sag, Sie müssen mich entschuldigen. Ich bin heute komplett fertig. Ich habe nämlich vor kurzem meine Frau verloren. Sag, tut mir leid, sag ich, mein Ballett ist so lange krank gewesen. Na, sogar hier im Geschäft verloren. Da bin ich vom Geschäft aus, he? Steht draußen der Polizist in meinem Auto und schreibt. Sag ich, Frau Inspektor, sag ich, wenn ich so eine super Figur in Uniform sehe, wird meine Software zu Hardware. Ja gut, der Spruch hat sie natürlich nicht überzeugt. Sie schreibt weiter, gell? 35 Euro. Und dann bin ich ein bisschen aufgegangen, so gepackt den Kuli ein, du Warnleuchten. War natürlich ein großer Fehler, nicht von dir und die Profiltiefe bei den Reifen zu messen. Das war schon eine Anzeige. Dann habe ich sie in den Obus gehasen, ich weiß auch gar nicht mehr was. Dann kam sie ja noch drauf, dass das Pickerle zu 2 Jahren abgelaufen ist. Aber dann hat es mir gereicht. Dann habe ich gesagt, Frau Inspektor, für was reg ich mich überhaupt auf? Ist nicht einmal mein Auto, hab selber nicht einmal einen Führerschein, geschweige denn ein Fahrzeug. Ja. Aber,
aber nein, hat die Form gewechselt, wie ein Drohthahn. Ja, du, heutzutage mit den Frauen musst aufpassen. Du darfst dir nichts mehr erlauben. Ich habe jetzt meiner Nachbarin Liebes-E-Mail, hab ich sie bombardiert. Ihr Lot hat mir ein Clown gezeigt. Sexuelle Belästigung. Wo führt denn das hin? Der Richter hat bei der Verhandlung gesagt, ja, was haben Sie denn gedacht? Dann sage ich, ich komme halt oft für, als wie ein Bleistift, der schreibt auch nur, wenn er spitz ist. Ja, ja, das ist es so. Ja. Aber das muss ich aber sagen. Gott sei Dank fährt sie jetzt nicht mehr mit dem Auto, wenn sie zu viel getrunken hat. Ja, und der Taxi ist ja zu teuer und zu Fuß geht schon gar nicht. Aber wenn sie einen in der Krone hat, gell, hat sie einen guten Trick. Gell? Weil ein Taxi fährt die Nacht von Amstetten nach, da wo ich wohne, St. Valentin, kostet genau 20 Euro. Und das umgeht sie. Du rufst den Pizzaservice an, bestellt die Pizza Margherita, die kostet 8 Euro. Sag sie, bitte zustellen in St. Valentin, Hauptplatz 4. Dann wartet sie vor der Pizzabude, bis der rauskommt. Sag sie, wo fahren Sie denn hin? Ja, nach St. Valentin. Ma, sagt sie, so Zufall, können Sie mich mitnehmen? Hey! Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt die um 8 Euro super heim. Hat auch noch gegessen und da spart sich 12 Euro. Na, deppert ist sie nicht. Du, nein, ist sie nicht. Nein, ich muss schon sagen, mein Flipper ist irgendwas Besonderes. Zu mir hat sie jetzt einmal gesagt, Sepp, weißt du, was mich am meisten anzipft? Ich glaube, du betrügst mich mit unserer Nachbarin, mit der alten Schachtel. Dann habe ich gesagt, wenn wir mir angefangen haben, die zu betrügen, war sie noch jung. Ja, also ich habe sie gleich geheiratet, weil sie 2 Mille mitgebracht hat. Eine Mille Waschmaschine, eine Mille Kühlschrank. Ja, ja. Eins begreife ich überhaupt nicht. Aus 50 Meter Entfernung erkennt ihr bei mir ein Haar auf meiner Jacke. Aber beim Einpacken übersehe ich einen Baum, der hinter ihr steht. Ja. Nein. Ja, es ist. Du, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen einer Motorsock, die spinnt, und einer Frau, die spinnt? Der andere geht nicht zum Starten und der andere geht nicht zum Abstellen. Ja. Weißt du was? Jetzt muss ich aber sagen, jetzt bin ich in ein Schuhgeschäft drin gewesen, gell? Das, sowas muss da passieren. Geh in ein Schuhgeschäft rein. Sagt die Verkäuferin, ich hab schon gesehen, bin einer gekommen, sie haben Schuhgröße 43. Sag ich, nein, haben wir gesagt, haben sie getäuscht, 39. Dann sagt sie, nein, haben sie Schuhläufer, probieren sie. Trotz Einzigen von den Zehen bin ich nicht reingekommen, gell? Dann sag ich, nimm sie aber trotzdem. Dann sagt sie, die passen denen nicht. Sag ich, nimm sie trotzdem. Geh um jetzt zur Kasse, kommt der Geschäftsführer, sagt er, ich hab sie jetzt einmal beobachtet, die Verkäuferin ist komplett deppert. Sag ich, die kann ich Ihnen nicht eine Schuhe verkaufen, die Ihnen 4 Nummern zu klein sind. Sag ich, nein, ich nehme die Schuhe. Wissen Sie ein folgendes Problem? Meine Frau betrügt mich mit dem Nachbar. Von der Firma haben sie mir vor 2 Wochen gekündigt. Meine Tochter hat ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Das einzige Wohltuende, was mir noch bleibt, wenn ich auf Nacht die zu engen Schuhe ausziehen kann. Ja. Ja, es ist so. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin daheim aber wieder der Einzige, der bei uns in unserer Familie spart. Sie haut das Geld mit alle paar Händen aus. Zum ersten Hochzeitstag habe ich ihr ein Kuvert gegeben, sage ich, sag mal, lieber Flipper, da sind 30 Euro drin. Sag ich, wir müssen sparen. Gehst du damit in die Buchhandlung und kaufst ein Kochbuch und wenn du gut kochen kannst, sag ich, dann können wir die Kochlehrling entlassen. Super, zu meinem Geburtstag kommt sie auch mit dem Kuvert 300 Euro drin. Sag sie, wenn einmal mehr waren, aber wir müssen mal sparen. Gehst dann mit in den Nachtclub und wenn es gut kannst, dann los machen wir einen Gärtner. Ja. Na, das ist mit dir. Ja, ist unglaublich mit dir. Ja. Na, da führt sie wieder die große Lippe da. Jetzt hat sie zu ihrer Freundin gesagt, ich komme mir gar nicht mal vor wie ein Stuhl. Der muss auch mit jedem Arsch zurechtkommen. Ja. Hey, da hat sie die große Lippe da, aber jetzt bei der Jagdprüfung, dreimal durchgefallen, dreimal. War ja eh noch normal, aber dreimal bei der gleichen Frage.
Dreimal. Weißt du, was die für Frage gekriegt hat? Warum bauen männliche Jäger einen Hochsitz? Weißt du, was die gesagt hat? Weil die Jäger in der Zeitung gelesen haben, dass die Igel Eier fressen. Ja. Da kannst du nichts gewinnen. Ja, so. Ja. Ja, so. Apropos Eier. Ich habe jetzt nämlich gestern einen guten Zaubertrick gesehen mit Eier. Das ist, den möchte ich heute sagen. Habe ich mal gemerkt. Der Trick heißt Ei in der Hand verschwinden lassen. Da braucht man Eier vom freilaufenden Bauern, gell? Vom freilaufenden Hühnern, gell? So, dann nimmt man ein Ei, nicht? Ein weißes Ei, tut das so her, nicht? Und ein schwarzes durch. Kein weißes, weil sonst sieht man das weiße Ei, gell? Tut so eine und dann sagt man den Zauberspruch: Simsalawam, Simsalawim und noch. Jetzt ist es Ei hin. Nein, noch mal probieren. Was kann ich loben, was du besser kannst, kannst du mal probieren. Kannst du mal probieren. Du auch, du. Wie es wohl. Ich bin jetzt dahin, viel Dank. Was? Der Beauty-Käse ist schon in Akta. Fast nicht angeschmeckt haben, ist eh wurscht. So was gibt's, jetzt bin ich schon angefressen. Hallo. Frage. Seid ihr jetzt angekommen? Ja, dann wünsche ich euch viel Vergnügen da in diesen Legnano. Ich bin fertig. Ich hab schon bis daher. Wir fahren schon wieder heim. Nö, das wird's sehen. Also, wenn du am Strand Ruhe suchst. Was? Na du! Am Strand ist keine Ruhe. Und schon gar nicht, wenn du am Vortag literweise diesen. Na, wie heißt denn der Fussel da? Ne? Chianti! Ach so, geschlagen, na wirklich. Also, nein, bei uns daheim schneibt man in sowas der die Pfähne. Ja? Also, pass auf, ich lieg am Strand, so ein Schädel, Kopfe, was heißt Kopfe? Haarwurzel, Katar. Hammer werfen in der Gedächtnishalle. Also, ich hab Kopf, also furchtbar. Also, über den Kopf, also so ein Handtuch, weil die Licht- und Lärmempfindlichkeit war extrem. Also, ich lieg da, also bewegungslos, kurz vor der Leichenstarre. Ich war fertig und dann diese Platzerei. Da rennen sie vorbei, was der so. Tschalate! Tschalate! Alter, bin ich narrisch geworden, sag ich. Fahr mit der Tüten herst du! Vogel, du, ich brauch keins! So, der geht der nächste Kunde, was der so. Kuckabella! Kuckabella! Ach, schreib mein Zauberschel, verstehst du, und ich sehe so einen Schell. Bin ja auch narrisch, was sag ich. Was geht mit dem Hund da? Aber dann Gott sei Dank gelingt's mir, ja, dass ich doch ein bisschen einnicke. Alter, auf einmal reißt's mich. Schnappen mich vier zu Typen. Jeder Grünsläube an. Zwei bei den Händen, zwei bei den Füßen. Zahnt mich über den Strand rein ins Meer und in den Schädel über das Wasser. Und schreien: Friwilli, du darfst doch nicht sterben! Na, was bist du da schreckt? Und die ganze Zeit den Schädel auf das Wasser. Friwilli, du stirbst da nicht.
Ich war schon gleich angesoffen wegen den Trauteln. Na wirklich, das Sautraut, hätte ich schon gleich gesagt. Das ist ja. Weißt, Gott sei Dank habe ich dann in diesen Handgemenge meine Badehosen verloren. Und dann haben sie mich in Ruhe gelassen. Dann haben sie mich. Ja. Auf alle Fälle, jetzt weiß ich bitte, schwarz-weiße Unterhosen können in meiner Gewichtsklasse tödlich sein. Also für die ja. Ich sag's nur, dass wir Bescheid wissen. Ja, darum habe ich jetzt zu der Main gesagt, also ich habe zu ihr gesagt, am Strand, ich sicher nicht mehr. Nein, das ist, ich gehe sicher nicht mehr am Strand. Da bringen sie mich um. Die Trotteln. Hat sie gesagt, dann machen wir einen Ausflug. Sag ich nicht, was? Wohin? In die Stadt der Verliebten. Nach Venedig. Was? Wohin? Nach Venedig. Da nehmen wir uns ein bisschen Zeit für uns, kuscheln uns in der Gondel und dann lassen wir uns von einem singenden Gondoliere in den Sonnenuntergang hineinführen, genießen die würzige Brise der Adria. Und küssen uns ganz innig unter der Seufzerbrücke. Sag einmal, hast du ein Fieber oder was? Weißt du, was das kostet? Aber was der wissen ist, wenn sich eine Frau was einbüttet, was rede ich denn? Ne? Nächsten Tag sind wir schon umgefahren. Was ist denn mit so einem Wasserautobus? Also, ja sicher, Wasserautobus ist da mit uns umgefahren. Ne? Sie mit mir gleich da, vielleicht kennt sie das auch, also sie mit mir gleich da am Markusplatz, bekannt? Markusplatz? Jetzt weiß ich, du, Alter, der ist groß. He? Habt ihr das schon mal? Kennt ihr Markus? Alter, der ist groß. Jetzt weiß ich auch, warum der so groß sein muss. Dass die Daumuli Platz haben, gell? Ja, freilich, dass die Daumuli, das ist ja Wahnsinn, wie der groß ist. Und da gehst du zum Seekomme und da ist ja dann der Campanile, der Dogenpalast, die Markuskirche, habe ich alles gesehen. Und ein Kaffeehaus neben den anderen. Was heißt Kaffeehaus? Räuberhöhlen sind das. Was ist da? Deppert, da ist der. Weißt du schon mal, das ist ja Wahnsinn. Sag ich zu ihr, da kauft man sicher nichts. Aber sicher nicht. Aber wie sie uns dann nach 3,5 Stunden, dass die so umeinander geschoben haben auf den Markusplatz, 3,5 Stunden, weißt du, da picken sie so herbei. Da bin ich eh schon narrisch, weißt du, und so. Habe ich mich dann doch erweichen lassen und habe dann einen gekauft. Ja. Eiskaffee habe ich, sicher. Na, mir zubitzen so ein Kaffeehaus, also, was heißt Kaffeehaus? Mafia-Beisel. Das ist ein Mafia-Beisel. Hallo, da kostet das Buongiorno von Kölner schon 3 Euro. Ja, na sicher. So, ja, ich mir zubitzen, wir haben sie jetzt nieder, dann kommt der, dann habe ich bestellt einmal für mich nix. Ne, sicher nicht. Und für sie, ja, ein Eiskaffee, sollst du ihn haben, ja. So, nach 20 Minuten kommt der Halblustige, schnallt der Mann den Eiskaffee hin, bei mir hält er die Hand auf und sagt, Bangare. Ich drücke ihm die 15 Euro in die Hand, ohne Trinkgeld, schier wo. Und dann haben wir uns den Eiskaffee, mir sicher dort. Alter, 15 Euro, das darf man sehen, verstehst? Na, die Meine macht den ersten Schluck und schwärmt in den höchsten Tönen. Ma, ist der gut. Also, da ja hin oder her, aber Eis und Kaffee machen können sie. Danke, Berli. Bitte. Die Meine schlürft schon, aber die ganze Zeit dahin, wir rennen eh schon das Wasser im Mund zusammen, bis ich gesagt hab, ey, stopp! Und wir damit. Hey, du hast schon 8 Euro runtergetragen, jetzt keiner mehr. Und wir damit.
Hey, und jetzt kommt's. Wie sie den Kaffee widerwillig umschiebt und ich gerade auf den Becher hingreife, scheiß da damit mein Kaffee. Die meine kriegt einen Lochkrampf, die hat's fast vom Sessel runtergehauen, die Tränen hat sie im Waagrecht ausgedruckt, verstehst du? Und sagt zu mir, lass dir gut schmecken, den Kaffee. Danke, kannst du selber trinken. Das brauche ich auch nicht mehr. Verstehst? Das sind ja Verbrecher, darum sind das. Jawohl, das sind Verbrecher. Ja, die sind nämlich von der Mafia, sind die angekriegt. Dass das Fleisch in Kaffee reinschießen. Dass du dir nur so einen Geschlodern ankaufst. Aber mit mir nicht. Haberer, mit mir nicht. Da war so zwickt, das kann ich auch da so. Und hör mir das Loch auf. So, steh auf. Jetzt sucht man sich so ein Deppert-Schinackel. Dann kriegst du noch einen Zungenroller unter der Seufzerbrücke. Dann sind wir dahin. So, wir sind dann da zu, wie zu so einer Anliegestelle. Da schreien sie eh gleich vor der Weiden, da die Zünfahrer da mit dem Strohhut. Und dann sind wir da eingestiegen. Mei, da haben ihre Augen glänzt. Ja, also wir sind da drin gesessen. Da war sie war im siebten Himmel. Wirklich, sie war da wirklich im siebten Himmel. Ja, und wir fahren da ein Stückchen auf einmal, fängt der hinter ins Platzen an. Össle mir! Denk ich mir, Alter, was gehen mit denen seine Schuhe an? Du hast die größere Kaffee, wenn sie am Wetter an. Verstehst du, das ist ja. Ich war ja quasi, ich war ja allein in der Gondel, weil sie war im siebten Himmel. Der blärt da hinten wie ein Zeisau, verstehst du? Und mir ist dann schon fad worden. Wirklich, mir ist fad. Und ich hab mir dann schon Gedanken gemacht, warum da in die Kanäle so viel Wasser drin ist. Ich bin nicht drauf gekommen. Damit es nicht staubt, wenn die Boote bremsen. Ja, das ist ja, hey, da wart ihr schon mit dem Venedig, da sind Ampeln, da sind geregelte Kreuz im Wasser, also da kenne ich, da sind Ampeln, ja, das ist nicht gerade so, da kannst du nicht in jeder Trottel fahren. Ja, das ist also, ja. Und dann wollte ich nur wissen, ob in diesen Gewässern auch Fisch drin sind. Ich stehe auf, gehe bei der Gondel 4 zum Bug, beug mich so oben und schau, ob da Verröner drinnen sind. Auf einmal schreit die meine hinten, wo rennst denn hin? Da kommt die Seufzerbrücke. Springt auf, rennt zu mir Vierer, dreht mich um und druckt mir ihr Zunge im Mund rein. In denselben Moment hebt sich durch die Gewichtsverlagerung hinten die Schinackel und der rudernde Sängerknabe schnalzt in die Höhe und donnert an die Brücken. Alter, bist du depp, wenn er so. Mein Lieber. Also gesehen habe ich es ja nicht. Ich war nur Ohrenzeuge, also gehört habe ich es. Ich habe nur gehört, was das so, so, Dunkpatsch. Die meine voll hysterisch. Tu was, der bist auf Rot. Sag ich, sei nicht so hysterisch. Wenigstens brauchen wir den nicht zahlen. Den schreiten Matrosen da, ne? Ja, also wir sind ja dann führerlos mit einem vollen Hodern bei Rot über die Kreuzung drüber bricht. Die Boote, die uns ausgewichen sind, sind hinter uns zusammengefahren. Der Hodl da hat's ausgeschaut, hey. Da sind die Spreiseln geflogen, hey.
diese Massenkarambolage hat eine Flutwelle ausgelöst und hat uns Richtung offenes Meer ausgesehen. War schon knapp, also ich hab mich schon gefürcht vom weißen Hai, ne? Aber dann ist so ein Polizeiboot gekommen, da sind sie gekommen, diese Carabinieri. Sind dann gekommen, ich hab ihn nicht verstanden, also der ist dann immer lauter und lauter geworden. Ich hab ihn trotzdem nicht verstanden, ne? Ich hab ja dann nur mitgekriegt, dass wir jetzt Venedig-Verbot haben. Also so quasi, wenn sie mir in Venedig nur mehr anschauen lassen, werden wir eingespielt oder so. Ne? Ja, ich hab's dann der Meinung gesagt, gell? Also nur wegen ihrer hemmungslosen Knutscherei haben wir jetzt Venedig-Verbot, gell? Ja, darum wir fahren, weil. Nein, wir fahren heim. Darum sage ich, ich hab's bis daher, gell? Am Strand kann ich nicht, nach Venedig darf ich nicht mehr. Aber ich wünsche euch wünsche noch ein paar schöne Tage da heran. Jetzt muss ich mal schauen, warte mal. Warte mal. Bist du fertig? Wir fahren! Also, sie ist soweit. Hey, einen schönen Urlaub. Pfiat euch! Wiedersehen!